Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Mit einem spektakulären Blick hier auf unser Sonnensystem, auf New Terra hier im Vordergrund, möchte ich euch begrüßen zurück hier bei der Terranischen Union. Es geht weiter, dieses Let's Play jetzt auf einem neuen Programmplatz, aber mit unverändert hoher Motivation und Freude und Spannung darauf, was uns alles hier noch widerfahren wird. Ihr habt abgestimmt, die sechste Sitzung ist vorbei. Ihr findet wieder im Detail die Ergebnisse als Link in der Videobeschreibung, aber natürlich gehen wir die jetzt auch im Einzelnen durch und setzen das Ganze um. Außerdem gibt es noch eine riesige Menge von Hinweisen, die ich ebenfalls berücksichtigen möchte, so dass wir in dieser Folge vermutlich zwar viel schaffen und erledigen werden, aber vermutlich wenig in der Zeit vorankommen werden. So ist das immer. Man könnte, vielleicht Regierungskritiker sprechen, vielleicht von einem Reformstau, der jetzt gelöst wird. Ja, aber wir gehen es an und ich glaube, es bringt unser Reich voran. Hoffe ich zumindest. Starten wir einfach mal. Also, die erste Frage. Wollen wir Hilfe an die Kitur senden? Unser Nachbarn im Krieg. Und das wurde erneut wieder mega knapp mit wenigen Stimmen Vorsprung für die Nein-Fraktion entschieden. Nein, es soll keine Hilfe gesendet werden an diese. Wollen wir in Zukunft eine Föderation mit den Forschungsbäumen gründen? Ja, habt ihr 84% gesagt. Insofern ist das ein Auftrag. Wenn es soweit ist, werden wir das angehen. Und wie das dann weitergeht, das sehen wir dann später. Okay. Punkt 3. Wollen wir den Jurin die Grenzen öffnen? Und hier gab es eine Mehrheit von 65%, die gesagt haben, ja, das sollen wir machen. Und das machen wir dann auch. Grenzen öffnen, obwohl sie uns gegenüber geschlossen haben. Okay, das ist interessant. Damit sind wir auch im Plusbereich hier meinungsmäßig. Mal gucken, wie sich das auswirkt, ob die Annäherung irgendwie nachhaltig ist. Vierte Frage. Sollen wir bei hoher Kriegsmüdigkeit der Korall-Ildar-Allianz einen eigenen Angriffskrieg starten? Und das war in den Kommentaren heiß umstritten und eine doch relativ deutliche Mehrheit von 61% hat gesagt, nein, das sollen wir nicht machen. Wir bleiben in diesem Konflikt neutral. Wir bleiben unserer pazifistischen Linie treu. Wobei vielleicht der ein oder andere Pazifist jetzt sagen würde, okay, das hat auch pazifistischen Hintergrund, diesen Angriffskrieg. Aber das sind Spitzfindigkeiten. Auf jeden Fall die Mehrheit hat es so entschieden. Wie wollen wir die 8. Sternenbasis nutzen? Da wart ihr übergroß der Meinung mit 71%. Die Idee in Edorwang, eine Handelsbasis und Kunsthochschule zu etablieren, die ist richtig und gut. Und das werden wir auch ein Stück weit schon in Auftrag geben. Denn wir müssen jetzt sowieso Einfluss sparen für den galaktischen Markt. Diese Entscheidung ist ja von euch getroffen worden, deswegen werde ich sie umsetzen. Insofern können wir hier eh nicht weiter expandieren mit der ISS Amazon, sondern fliegen jetzt hierhin hin und halt, wartet mal, das ist ja totaler Quatsch, was ich gerade erzähle. Wir brauchen doch gar kein Konstruktionsschiff, um sowas zu tun. Das können wir ja auch anders tun. Das können wir auch direkt tun. Und das machen wir dann auch, ne? 200, klar, haben wir, glaube ich. Also, bauen wir hier hin. Die Entscheidung ist getroffen. Gut. Okay, dann lassen wir die erstmal da stehen. Wir haben im Moment hier zumindest eh nichts Besseres vor. Aber wir haben mit einem anderen Schiff noch Besseres vor. Denn, ihr habt mich zu Recht darauf hingewiesen, in Hawkeye gibt es auch noch seltene Kristalle. Und dann werden wir dort die Bergbaustation bauen. Hier werden wir auch nicht weiter groß vorangehen in nächster Zeit. Kommen wir zurück zur Abstimmung. Dann soll auf jedem Planeten ein Tempel gebaut werden. Das war auch relativ umstritten, aber 54% haben immerhin Ja gesagt. Das ist also jetzt durchaus ein Auftrag. Allerdings werde ich den mit Bedacht und Augenmaß umsetzen. Das heißt, jetzt nicht auf Teufel komm raus, immer zuerst den Tempel, sondern da, wo es angemessen ist, als nächstes Projekt, werden wir das angehen. Ich interpretiere auch mal die knappe Mehrheit so, dass das, glaube ich, dann alle befriedigt, diese Art und Weise. Soll die Nulllanze weiterhin verwendet werden? Da seid ihr zu 90% der Meinung gewesen, ja, die bleibt bei uns in den Schiffen drin. Wollen wir Genmanipulation aktiv nutzen, um die Menschheit zu verändern? Das war so ein bisschen in Richtung zukünftige Forschung und Anwendung des Ganzen. Auch hier eine deutliche Mehrheit von 69%, die Ja gesagt hat. Und dann machen wir es so. So, jetzt interessant. Soll Astrikion 2 vorfristig kolonisiert werden und dann später, wenn es uns möglich ist, sie sozusagen mit Samen der Baul dann zu einer Gaia-Welt machen, nachträglich gewissermaßen. Und ihr habt gesagt, 74% ja. Und dann würde ich sagen, machen wir das auch direkt. Wir haben noch 200 übrig für ein Kolonieschiff. Und ich würde mal sagen, aus
Rollenspiel auch schon gründen, auch weil wir hier vermutlich Verteidigungsarmeen bauen werden und das als Festungswelt wir ja ausbauen wollen. Das ist ja so ein bisschen der Plan dahinter. Werde ich dann auch gleich die Piorinnen dort hinschicken, die 60% dort Überlebensfähigkeit haben. Ja, eine geringe Bewohnbarkeit, aber 60% ist okay und wir werden es ja dann später umsetzen. Wie wir das nennen, müssen wir später noch entscheiden. Das lasse ich erstmal so, wie es ist. Wir haben noch eine andere Namensbenennung, Entscheidung, dazu kommen wir gleich. Soll der nächste Anführer ein Nichtmensch sein oder soll ausschließlich Qualität zählen? Da habt ihr zu 91% gesagt, ja, nur auf Qualität achten. Also es wird keine Quotenregelung hier irgendwie geben bei uns. Weiter geht's mit der 11. Frage. Wie wollen wir Tom Gibson würdigen? Und da wart ihr mit einer Mehrheit von 34% dafür, also wir hatten mehrere Vorschläge, deswegen war das die größte Stimmenzahl, die dieser Vorschlag vereinen konnte. Wir sollen ein Forschungsschiff benennen und dann machen wir das auch gleich. Ich überlege mal, welches. Ich glaube, dieses hier, die Sojourner, ist weit raus. Ich finde es ganz passend, wenn wir vielleicht die ISS Sagan so benennen mit seiner Kollegin, die er von Anfang an hatte, Hortensia Aguera. Die werde ich dann vermutlich auch gleich nutzen, um Forschung zu unterstützen machen. Also wir nennen sie jetzt erstmal ISS Tom Gibson. So, das ist die erste Umbenennung, die ich hier machen werde. Und dann werden wir das auch gleich tun, Thema Forschung unterstützen. Das war nämlich, was ich dachte, das war aber eine alte Version von Stellaris, dass man es erforschen müsste. Muss man nicht. So, Situla oder besser gesagt hier Terralux ist natürlich der beste Ort dafür erstmal, weil wir dort am meisten tun. Wir müssen, glaube ich, da einfach nur reinfliegen und dann Forschung unterstützen machen. Ja, und das wird natürlich einen Riesenschub da nochmal geben. Ist doch wunderbar. Okay, ich würde gerne dann gleich in dem Zuge noch ein zweites Forschungsschiff umbenennen. Und zwar nehmen wir mal das hier, die Trade Wind, die hier ist. Und das hat jetzt wenig mit dem Spielverlauf zu tun oder mit der Lore des Spiels, sondern das mache ich aus anderen Gründen. Ich möchte dieses Schiff ISS Sigmund Jähn nennen. Das war ein Vorschlag, den ich sehr, sehr schön finde. Als Ehrung für den wirklich kürzlich vor 2 Wochen etwa verstorbenen ersten deutschen Kosmonauten, so darf man ihn, glaube ich, bezeichnen, weil er ein DDR-Bürger war, der im Weltraum war. Leider etwas unbekannt im Westen der Republik, im Osten dafür sehr, sehr bekannt. Und ich glaube, mal unabhängig von der Frage, in welchem Land er gelebt hat und für welches Land er da hochgeflogen ist, das war ein sehr, sehr anständiger Mensch, soweit ich das einschätzen kann. Und ja, ich finde, es ist einfach es mal wert, ihn auf diese Art und Weise hier zu würdigen. So, dann geht es um die Benennung von unserem neuen Planeten. Ciamon Prime heißt er noch. Und da habt ihr euch entschieden, mehrheitlich, mit großer Mehrheit, für Baol Oceania. Genau so heißt das. Hatten wir immer einen Bindestrich bei den Baol-Sachen? Ja, hatten wir. Dann sollte ich auch konsequent bleiben und das weiter so machen. Gut, das Ganze hat jetzt also einen Namen. Noch ist die Kolonisierung nicht abgeschlossen, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Dann wieder so eine allgemeine Frage, wofür sollen Energie-Credits ausgegeben werden? Da waren die meisten Stimmen viel auf das Thema Information über die enigmatische Festung. 3x200. Und dann können wir das, denke ich, auch gleich machen. Wir können mal gleich mit den Kuratoren über diese Geschichte sprechen. Mysterien, enigmatische Festung. So, und jetzt werden wir mal fragen, kann die Festung betreten werden? Das ist möglich und auch schon geschehen, aber dieser Versuch ist mittlerweile schon fast in Vergessenheit geraten. Während die Festung heruntergefahren ist, läuft sie nur mit eingeschränkter Energieversorgung. Wenn man ihr allerdings Energie zuführt, wird sie diese benutzen, um sich damit auf Vollbetrieb hochzufahren. Vorsicht ist geboten. Okay. Müssen wir uns die Dinge irgendwie merken? Möglicherweise. Dann werden wir mal die nächste Frage gleich stellen. Also. Wer hat die Festung gebaut? Wer auch immer sie gewesen sind, Rätsel und Mysterien.
müssen ihnen sehr gefallen haben. Die einzigen Gegenstände, die in der Vergangenheit aus der Festung geborgen wurden, sind Metallformen, die in Apparate im Festungsinneren eingesetzt werden und dazu in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet werden müssen. Diejenigen, die diese Metallformen zurückgebracht haben, scheiterten damit und kamen gerade noch so mit dem Leben davon. Viele andere hatten nicht so viel Glück. Gut. Dann die letzte Frage, die wir stellen. Wir werden das gleich komplett hier klären, das Thema. So, wie wird die Festung mit Energie versorgt? Genau, das ist jetzt die letzte. Das Energiesystem muss irgendwann zwischen dem Bau der Außenhülle und der Einrichtung der Verteidigungssysteme installiert worden sein. Wie es sich wiederherstellt, ist unbekannt, aber wir haben entdeckt, dass sich in der Festung große Mengen an dunkler Materie befinden. Diese Substanz und ihre Verwandtschaft mit schwarzen Löchern sind der Schlüssel zum Verständnis, warum die Festung so lange überdauern konnte. Niemand hat jemals ihre Energiequelle gefunden, die aber wahrscheinlich extrem flüchtig ist. Gut, okay, interessant diese Informationen, aber ganz konkret helfen sie uns erstmal zumindest noch nicht. Ich will hier noch einmal reingehen. Ja. Todesbrut, das scheint noch eine andere Sache zu sein, die man hier treffen kann, aber die wir nicht getroffen haben. Insofern frage ich jetzt auch nicht danach. Das sind nur die wiederholbar. Ja, okay, nee, alles klar. Das hat sich erledigt. Gut, die nächsten Sachen, für die wir Energie ausgeben, sind die Erforschung der L-Tore, kostet 5000, das heißt, wir werden jetzt erstmal ordentlich sparen, und die Kuratoreneinsicht, wenn sie dann wieder möglich ist, die kostet 2000, also das hat dann sicher auch Priorität. Okay, und die letzte Geschichte war, welche Fraktion ihr unterstützt, und das war interessant, dieses Wahlergebnis zu sehen, vor allem jetzt die Veränderung bei den Zustimmungen. Ich fange mal folgendermaßen an. Der militärisch-industrielle Komplex ist der Wahlsieger der letzten Wahlen. Sie sind damit stärkste Fraktion, knapp geworden mit etwa 30%, haben 5% Punkte gewonnen. Dahinter die Bürgerrechtsbewegung mit etwa 29%. Sie haben 4% verloren. Dann der nächste Verlierer, aber immerhin auf dem dritten Platz, ist das Terranische Wohlstandsnetzwerk. Gehe ich mal direkt drauf, hier unter Hortensia Aguera, mit 17%, auch etwa 3% verloren. Ein kleiner weiterer Gewinner der Wahl ist das Komitee für Glauben und Werte unter Andreas Wagner, mit 12,5%, 3% gewonnen. Und die Xeno-Schutzkoalition ist ganz hinten mit 12%, 1% gewonnen. Okay. So, liebe Leute, das waren erstmal die Auswertung der Wahlen. Und jetzt kommen wir zu den ganzen vielen Details, die ich noch klären muss, aufgrund eurer Hinweise. Als erstes kommen wir mal zu dem Thema Gatria. Wartet mal, da sollte ich irgendwas prüfen. Ich bin nicht ganz sicher. Genau, wo ist Gatria? Ach so, ja, richtig, genau. Gatria, das ist ein interessanter Punkt, weil zu Recht wurde gesagt, hier sind jetzt ja die Transporter der Kinder von Ildar durchgeflogen. Und vielleicht fangen wir damit erstmal an. Es geht jetzt alles vielleicht ein bisschen drunter und rüber, aber ihr verzeiht mir das sicher. Da habt ihr absolut recht. Wir haben natürlich Beschluss, dass wir Grenzen schließen sollen für diejenigen, die uns auch die Grenzen geschlossen haben. Und das gilt auch für die. Insofern hat sich die Frage, ob wir da was durchlassen oder nicht, schon erledigt. Wir schließen die Grenzen. Und damit müssten diese Flotten, die jetzt hier bei uns rumfliegen, auch irgendwie wegkommen. Wir warten mal einfach ein paar Tage. Genau, da sind sie alle verschwunden. Das heißt, ein Angriff hier über unser Gebiet wird jetzt nicht mehr erfolgen. Okay, soviel zu dem Thema. Aber wir wissen, hier scheinen diese Bergbaudrohnen weg zu sein. Deswegen sollten wir das hier mal erkunden. Und die Frage ist, wie machen wir das am besten? Wir könnten es natürlich wagen, mit der ISS Merrimack dort direkt reinzufliegen, aber die hat hier auch sowieso was zu tun. Ich würde mal sagen, wir machen das anders. Wir nutzen ein Schiff hier. Das ist ein Zerstörer. Okay, wartet mal. Die können wir aber sowieso miteinander verbinden eigentlich. So, dann folge ich jetzt meinem anderen Vorschlag noch.
Nämlich diese Warform, die wir nicht der Flotte hinzufügen können, die können wir eigentlich sehr, sehr gut und günstig auch für Piratenunterdrückung verwenden. Da ist sie wirklich gut geeignet und insofern werden wir das tun, indem wir sie nach Zolda schicken und die eigentliche Handelsschutzflotte jetzt umwidmen, indem wir erstmal ihre Bewegung beenden. Dann werde ich sie einfach mal halbieren und die Flotte wird mit dieser dort einfach jetzt zusammengefasst, so. Und die ist dann übrig und das, wie nennen wir diese Flotte? Die fehlt nur aus einem Schiff, aber ich nenne sie einfach mal großspurig zweite terranische Flotte. Die bekommt jetzt so eine Art Sondermission, wird aber, glaube ich, auch auf Flottenhaltung passiv. Nee, warte mal, was wollte ich? Nicht Ziel angreifen. Ich wollte irgendwas anderes einstellen, Leute. Naja, machen wir mal passiv. Die wird dort jetzt reinfliegen und gucken, was da los ist. Und gegebenenfalls werden wir uns Gatria noch vielleicht schnappen. Was hat denn das System eigentlich? Also wissen wir natürlich nicht. Muss noch erkundet werden. Okay, dann brauchen wir natürlich auch noch ein Forschungsschiff in der Nähe. Das wird schon wieder schwierig. Gut, das Thema aber erstmal erledigt. So, dann Thema Kreuzer-Design. Da habt ihr mich auf eine wichtige Sache hingewiesen, nämlich erstmal Benennung. Genau, darauf habt ihr mich nicht hingewiesen. Gab es aber viele Vorschläge. Und ich möchte einem Vorschlag folgen. Wir nennen das die Europa-Klasse. Das gefällt mir deshalb, weil wir ja bisher immer Friedensnobelpreisträger genommen haben. Haben wir das eigentlich als Klasse so bezeichnet? Nee, das stand immer einzeln drauf. Dann nennen wir es also Europa. Und Europa hat, glaube ich, die Europäische Union hat selber auch mal den Friedensnobelpreis bekommen. Das finde ich jetzt ganz schön, dass wir das so nutzen können. So, und dann habe ich den Hinweis bekommen, dass ich ja hier beim Gefechtscomputer Artillerie eine Distanz 80 eingestellt habe, aber diese ganzen Sachen erst ab 60 schießen. Das ist ein guter, wichtiger Hinweis. Vielen Dank dafür. Wir können jetzt keinen weiteren Artillerie-Slot hier nutzen und insofern werde ich jetzt einfach den Gefechtscomputer ändern auf Linie und dann haut das wieder irgendwie hin. Gut, speichern wir das Ganze. Okay, dann wurde gesagt, oder ich werde es glaube ich auch so nutzen, dass wir vielleicht noch einen zweiten Kreuzertyp brauchen, der sozusagen den gegenteiligen Effekt erzeugt, aus der Entfernung vielleicht. Oder wir spezialisieren ihn komplett, könnte man auch machen, dass wir hier überall null leere Strahlen machen. Ja, vielleicht mache ich das. Machen wir jetzt mal eine komplette Spezialisierung. Wir machen jetzt zwei Kreuzer. Einen, der quasi die Schilde runternimmt und einen, der dann die Panzerung durchschlägt. Und Europa ist jetzt der für die Schilde und wir designen dann einfach einen neuen. Genau. Neue Vorlage, ein neuer Kreuzer und den bauen wir genauso wie diesen hier, also mit dem Artilleriebug mit 3 M's und einer M und dann machen wir hier jetzt, ja was haben wir, was durchschlägt, ja Laser, ne? Panzerungsschaden, dann nehmen wir halt die Laser hier komplett rein. Und dann müssen wir die einfach ausgewogen verteilen. Wenn wir später Schlachtschiffe haben, ändern wir das alles nochmal ein bisschen. Aber für jetzt ist das, glaube ich, okay. Wir werden das mal automatisch fertigstellen. Nachbrenner. Da wurde mir gesagt, ach so, Nachbrenner sind auch sehr, sehr cool und wichtig. Dann sollten wir das auch machen. Für diese Klasse. Dann sollten wir das nachher auch bei Europa machen. Und diese Klasse nenne ich die Obama-Klasse. Ja. Gut. Und die können wir weghauen. Und Europa statten wir auch noch mit Nachbrennern aus. Dann folge ich hier eurem Rat. So. Dann haben wir jetzt zwei Kreuzer mit ganz unterschiedlicher Ausrichtung. Und auch hier. Ach, Linie ist hier schon erledigt, ne? Genau. Okay. So. Gut. Dann müssen wir hier noch ein bisschen unser Flottendesign entsprechend anpassen, dass das auch hinhaut. Wir haben hier die terranische Flotte. Die muss komplett jetzt raus. Das ist Quatsch. Wie kann ich die rausnehmen? So. Dann brauche ich hier jetzt also die Europa-Klasse. Und dann nehmen wir erstmal nur einen. Und hier die Obama-Klasse auch mit einem. Und dann sind wir nämlich schon beim Befehlslimit von 60 angekommen. Gut, das beobachten wir nachher nochmal. Kann sein,
dass das nicht so ganz hinhaut, aber da haben wir das erstmal justiert und in Zukunft werden wir darauf achten, dass das gleichmäßig ungefähr vertreten sind, diese beiden Kreuzerklassen. Okay, über Forschung unterstützen habe ich schon gesprochen. Wir haben jetzt folgende Forschungsschiffe. Wir haben eins hier drüben, das dort noch alles möglich erkundet. Das kann natürlich nicht unterstützen. Die Tom Gibson, die geht hier zum Unterstützen. Genau, nach Situla. Und dann haben wir dieses Forschungsschiff. Und das ist jetzt auch so weit entfernt, dass wir hier nicht unterstützen machen. Deswegen werden wir tatsächlich noch ein weiteres Forschungsschiff bauen. So, Schiffswerft. Hat zwar gerade zu tun. Egal. Ach, wir können es noch nicht. Egal. Gut, müssen wir uns merken. So, das nächste ist, was ist noch zu tun? Dann Sperrzone. Genau. Das ist zwar jetzt... Wird vermutlich nicht so passieren, aber wir können hier in dem System eine Sperrzone einführen, weil ja hier... Oh, jetzt habe ich das falsch genommen. Weil ja hier diese Festung ist, die enigmatische. Und dass da nicht aus Versehen jemand durchfliegt, dafür können wir das jetzt hier sperren. Wenn es schon die Möglichkeit gibt, sollten wir das auch nutzen. Okay, dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Eine Sache wurde noch angeregt und dem will ich durchaus auch mal folgen. Und zwar, dass wir jemanden, der wirklich für Physik geeignet ist, auch hier nehmen. Aber im Moment gibt es keinen Physiker, den wir nehmen können. Insofern lasse ich jetzt Moiketsi Kumalo hier weiter bei der Physikforschung. Ja, liebe Leute, und ich glaube, dann haben wir ungefähr erstmal alles abgearbeitet. Und wir überziehen aber ein bisschen, damit hier noch ein bisschen was passiert. Okay, nee, ich bin auch nicht fertig. Ich bin auch nicht fertig, Leute. Denn es gibt noch ein kleines Bauprogramm. Wir haben überall relativ wenig verfügbare Jobs. Das heißt, wir können auf jeden Fall neue Sektoren mal bauen. Ich werde hier den letzten Generator-Distrikt bauen. Auf New Terra. Baul genauso. Hier ist ja eine Generator-Welt. Da bietet sich das an. Dann werde ich auf Terra Nova, weil das wird langsam ein bisschen knapp, werde ich Bergbau bis Distrikt bauen. Wir haben im Moment Nahrung sehr, sehr viel, denke ich. Das ist okay. Baol Grunur ebenfalls Bergbaudistrikt. So, und damit haben wir jetzt hier ordentlich Baumaßnahmen. Hier haben wir 9 verfügbare Jobs, weil die Leute einfach hier von Terra Lux wieder abhauen. Weil die Gaia-Welten natürlich attraktiver sind, aber so ist das. Eben, das können wir... im Moment meines Erachtens nicht wirklich verhindern. So, was ist hier mit dem Konstruktionsschiff? Richtig, da konnten wir nichts machen. Okay, das Ding hat irgendwo Forschungsstation gebaut. Hat jetzt hier nichts mehr zu tun, aber hier ist noch sehr, sehr viel zu bauen. Deswegen jetzt auch die Bergbaustation hinterher. Dann Admiral Gerty Gilligan ist auf Stufe 2 gekommen. Immerhin. Immerhin erfreulich. Gut, die Flottenzusammenführung, das läuft. Grenzen, haha, das ist interessant. Also das war eine gute Aktion, dass wir gewissermaßen dem jetzt ganz dem zuvor gekommen sind. Die Jurinnen sind uns gefolgt, haben jetzt für uns auch die Grenzen geöffnet. Also eine echte Annäherung. Hochinteressant. So, dann... Aha, die Terrassi haben ein Nicht-Angriffsversprechen mit dem Weltentraum geschlossen. Okay. Weltenbaum. Weltentraum. Man verwechselt hier so ein bisschen die Bezeichnungen. Hier, Weltentraum, das waren die. Ich muss mich jetzt noch mal kurz ein bisschen erinnern, wie die so drauf waren. Ah ja, richtig. Das waren die egalitären, fanatischen Materialisten, die Zyklopen. Okay. Gut. Technology researched. Wir haben die nächste Technologie, nämlich Gravitonensensoren, die uns Sternen, die uns Horchposten in Sternenbasisgebäuden ermöglichen. Diese Sensoren wurden auf Gravitationsänderungen im Weltraum eingestellt, wie sie von Raumschiffen erzeugt werden. Gut, außerdem sind das natürlich neue Komponenten, die wir in Schiffe einbauen können. Wir müssen uns für eine neue Forschung entscheiden. So, was machen wir hier? Abbau von dunkler Materie wird irgendwann sicher nötig sein. Aber ich denke, verbesserte Deflektoren ist jetzt mal super wichtig, dass wir da vorankommen. Verbesserte Laser wäre auch wichtig. Aber wir beginnen mal damit, denke ich, als nächstes. Beziehungsweise machen damit weiter. So, solche Sensoren sind ja wirklich sehr, sehr hilfreich und schön. Aber die sind Gebäude, ne? Genau. Da müssen wir, glaube ich, dann hier... Haben wir die hier?
Horchposten, ne? Genau. Da brauchen wir also hier einen Ausbau und das geht nicht ganz so schnell. Da brauchen wir nämlich deutlich mehr Legierungen im Moment. So, die Schiffe fliegen. Der müsste eigentlich ein Upgrade bekommen. Der Weltentraum hat dem Reich von Kitur, hat das Reich von Kitur zum Rivalen erklärt. Okay, mehr Feinde für die Kitur. Das ist eigentlich nicht ganz so gut für uns. Und wir müssen hier weiter beobachten, wie eigentlich dieser Krieg sich fortsetzt. Das ist ja die große spannende Frage in diesem Moment. Hat sich schon wieder was. Oh ja, 74 bei den Verteidigern Kriegsmüdigkeit. Das könnte gar nicht mehr so lang hin zum Ende des Krieges führen. Construction complete. So, Baul Centauri hat. Ah ja, die haben jetzt die ganzen Distrikte gebaut, alles klar. Wir sind hier erst bei 8, deswegen können wir noch Construction nicht den complete. Außenposten verbessern. Bauvorhaben sind abgeschlossen und wir hatten ein Handelsabkommen mit den Tarassi. Ich bin mir nicht mehr sicher, warum. Irgendwas hatten sie uns dafür gegeben. Auf jeden Fall, das ist jetzt vorbei. Aber auch kein großes Problem. So, ach so, wir müssen jetzt hier auf Piratenjagd gehen. Warte mal, wie ging es mal? Wir müssen die Patrouille aktivieren und dann links klicken. Ja, genau. Dann fliegen die hin und zurück. Das war, glaube ich, auch die Route, die wir abdecken wollten. Halt, nee, ah, da. Ah, da. Da muss losgeflogen werden, nicht Zoll da. Wir müssen das Ganze nochmal machen. Dann funktioniert es. Aber ein wirklich sinnvoller Vorschlag, die zu nehmen, meines Erachtens. So, und die kleine Korvette ist jetzt auch gar nicht System mehr so weit surveyed. entfernt. Oh, schaut mal, Gatria wird jetzt auch nicht mehr als Gefahr bezeichnet. Interessanterweise, hier kommt schon das Forschungsschiff. Damit werden sie das vermutlich auch schnell erreichen. Tja, wir haben hier einfach zu wenig Forschungsschiffe in der Nähe, um jetzt dort reagieren zu können. Wir bauen eins. Beziehungsweise ich wollte eins bauen. Ja, wir haben jetzt auch wieder die Mittel dazu. Ja, hier haben wir jetzt zwei neue Modulplätze, aber ich würde mal sagen, ah, Kolonieschiff wird erst gebaut. Hauen wir mal das Forschungsschiff hinterher und dann gucken wir mal, wie wir hier weitermachen. Wir haben gesagt, dass wir auf jeden Fall eine neue Werft, eine zweite Werft brauchen, um das Ganze hier noch ein bisschen effektiver zu gestalten. Und an Gebäuden, was würde sich hier möglicherweise lohnen? Natürlich die Flottenakademie, die ist zwingend notwendig hier. Okay, da haben wir schön jetzt die nächsten Gebäude auch nochmal in Auftrag geben. Sehr, sehr gut. Ja, es nützt jetzt gar nichts eigentlich, die Korvette dort reinzufliegen. Die Sache ist eigentlich gegessen. Wir brauchen dort ein Forschungsschiff. Alles andere ist Unsinn. Aber wir haben im Moment kein Forschungsschiff. Insofern werden wir Gatria vermutlich verlieren. Man kann nur hoffen, dass da nicht allzu viel an wertvollen Ressourcen gewesen sind. Construction complete. So, hier unten ist. Okay, ist alles gebaut und. Untersuchung der Leere. Nach Jahren des Studiums haben einige Forscher von Baul Centauri das Gefühl, die Nullleere zu verstehen. Es gibt Strömungen, Kräfte. Einige Strömungen, die sanft gegen das Portal nach Baul Centauri drücken, bringen Spuren dunkler Materie mit, die wir sammeln können. Theoretisch sollte es möglich sein, unser Portal für diese Kraft sichtbar zu machen, was zu einer größeren Ernte führen sollte. Okay. Das heißt, Situation log updated. warte mal, sehe ich das richtig, dass das Ganze noch weitergeht? Was auch immer die seltsame Kraft sein sollte, die dunkle Materie zu unserem Portal bringt, ein höheres Niveau anzuziehen, sollte zu einer erhöhten Produktion führen. Das ist sehr, sehr intensiv, also sehr, sehr forschungsintensiv. Außerdem scheint mir das ein bisschen riskant möglicherweise zu sein. Hier will ich die Rückendeckung. Auf die Rückendeckung des Rates warten. Das will ich jetzt nicht ohne euch entscheiden. Das scheint mir eine doch irgendwie heikle Angelegenheit zu sein. So, wir haben hier tatsächlich noch was erkundet. Ah ja, genau. Wir sind ja hier noch in dem Bereich. Genau, Brink ist das nächste Ziel.
Und eine Bergbaustation ist dort gebaut werden. Das heißt, dort ist erstmal jetzt auch nichts zu tun, weil wir, wie gesagt, unseren Einfluss aufsparen für den galaktischen Markt, unsere Bewerbung dafür. Liebe Leute, damit beende ich erstmal diese Folge und das nächste Mal, ja, geht es dann auf jeden Fall zügiger voran. Wir haben ja wichtige und ja, interessante Entscheidungen getroffen. Mal schauen, was vor allem dieser Krieg mit sich bringt, wie der endet. Das ist jetzt vermutlich die spannendste Frage der nächsten Folge. Also bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.